la 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 la, ein Hüpflied, ein Hüpflied, keiner da, der sagt, ich bin schwul. Wenn du mein Sohn wärst, würde ich dich umbringen. Wirklich? Ich habe gehört, dein Sohn ist ein Holzkopf. Wenn du den King angreifst, musst du den King besiegen können. Oh, hey, du bist der Wolf, oder? Ja, und du vergisst groß und böse. Nein. Also, wie war das damals mit dir und den drei kleinen Schweinchen? Warum wolltest du sie unbedingt auffressen? Es ist nicht zu fassen, dass die Leute das immer noch glauben. Erstens wollte ich sie nicht auffressen. Ich wollte nur mit einem von ihnen reden. Über was? Na ja, sie war meine Ex-Freundin und ich dachte, ich hätte eine Erklärung von ihr verdient, warum sie so eine verfluchte Schlampe gewesen ist. Gut, ich muss jetzt zu meiner Großmutter. Aber davor sollte ich vielleicht noch mal in den tiefen Wald kacken. Ihr Badezimmer liegt direkt neben dem Wohnzimmer. Also entweder jetzt oder erst in 3 Tagen. Wer ist da? Deine Enkelin, Rotkäppchen. Woher weiß ich, dass du es bist? Komm, ich mach die Stimme perfekt nach. Mach doch auf, ich habe Erdbeerkuchen und Schlagsahne dabei. Und was? Oh, entschuldige, ich meine Schlagsahne. So erkenne ich dich doch. Oh, Himmel! Komm rein! Wer zum Henker bist du? Na, deine Großmutter natürlich. Also schön, ziehen wir die Nummer durch. Warum hast du so große Augen, Großmutter? Damit ich dich besser sehen kann, mein liebes Kind. Warum hast du so groß... Ganz ehrlich, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich bin kein Idiot. Meine Großmutter ist eine menschliche Frau. Wie konnte es diese Szene je geben? Na schön, gut, ja, ich bin's, der Wolf. Ist das Versteckspiel nötig? Das ist eine Beleidigung. Warum beschwerst du dich jetzt? Ich bin derjenige, der brutal vom Jäger aufgeschlitzt wird. Was für ein Jäger? Ich bin nicht sicher, ob das unser Held war oder nur ein Irrer, der von Haus zu Haus geht und Leute abschlachtet. Haha! Er hat's eben schon wieder gemacht. Ich glaube, wir sollten jemanden anrufen.